Willkommen zurück, liebe Gitarrenfreunde. Heute zeige ich euch, wie ihr die Tremontane High Vibe mit einem Bluetooth-Pedal kontrollieren könnt und was ihr damit alles anstellen könnt. Mit diesem Bluetooth-Pedal sind wir beispielsweise in der Lage, den Looper zu kontrollieren. Hier müssen wir natürlich zuerst in unsere MIDI-Pedal-Einstellungen das MIDI-Pedal per Bluetooth mit der Gitarre verbinden. Und dann im Loop Record Mode, hier müsst ihr auf Control Change gehen, damit ihr den Looper bedienen könnt. Mit dieser Einstellung gilt jetzt beispielsweise für dieses herkömmliche MIDI-Pedal. Rechts beginnen wir unser Recording, links stoppen wir es.